Wir werden dann unseren Abschied nehmen. Euer Majestät, Euer Hoheit. Eure kaiserliche Hoheit. Er verbeugt sich mit einem Lächeln und geht dann wieder über die Galerie in Richtung der Bibliothek, der Kanzlei. Ich lunse nochmal in das Zimmer mit dem schwarzen Auge rein. Seufze. Und es scheint, dass wir zum derzeitigen Zeitpunkt mit 2 von 3 vorlieb nehmen müssen. Zumindest die Rabenmunder von Romulus werden wir auf unserer Seite wissen, wenn schon nicht Ohaya selbst. Nun, dann lasst uns gehen und uns sammeln. Spricht. Dann lasst uns gehen und uns sammeln. Geht es euch gut, Isarun? Ja, gewiss. Wir sollten uns zurückziehen in die Villa. Natürlich. Geht schon mal vor. Ich bleib hier, bis einer von den Panthergardisten auftaucht. Wieso? Kluge Wahl, ja. Weil hier ganz schön viele Almadaner sind. Und hier eine Dame kennen, die aus Al-Anfer kommt. Die vielleicht nicht davor zurückschreckt, wo Selindian vor zurückschreckt. Rafim, lass dich nur nicht verwickeln, ja? Keine Sorge. Wenn die Panthergardisten auftauchen, gehe ich. Bis dahin lasse ich sie nicht aus den Augen. Wir grüßen Mira. Warte, ich bleibe besser bei dir. Denn für den Fall, dass etwas Magisches oder so passiert, ist es ja sinnvoll, einen Magier dabei zu haben. Ja, Greifenmund, könnt ihr mir euer Schwert leihen? Ich habe meins zu Hause gelassen. Na gut, meinetwegen. Ich gebe ihm dann, lächeln dann mein Kurzschwert, Marke Heisinger. Na. Ihr werdet hiermit vorlieb nehmen müssen. Na, für Amadana wird's reichen. Rafim, kannst du mal auf Sinnschärfe würfeln? Hören. Hören? Ja, auch? Könnt ihr meinetwegen alle machen, ja. Oh. Es gibt wohl unten beim Greifenthron ein bisschen Bewegung und ganz genau hast du ihn wohl nicht erkannt. Ein alter Mann, der da unten spricht mit anderen und wenn du dich dann an die Balustrade, an das Geländer stellst, kannst du erkennen, wie da wohl Panthergardisten stehen. Zusammen mit Melvin Störrebrand, dem ersten Hofmagus. Ich schau mal auf die runter. Störrebrand! Oh, Rafim. Eine Freude. Eure Männer. Hätte ich hier nicht erwartet. Ja, ich bin immer und überall, das wisst ihr doch. Sehr schön. Die Dame, die ihr schützen wollt, ist da vorne. Ja, ich habe sie gehört, auch durch die Türen. Ich wollte nur sagen, ich empfehle euch eine Bewachung, die etwas näher an der Person stattfindet. Nun, ich gehe nicht davon aus, dass sie vor ihrem Bruder Angst haben muss, oder umgekehrt. Aber sagen wir es mal so, wenn jetzt jemand in diesem Raum wäre und ihr steht da unten, ist sie tot, bevor ihr ankommt. Ich werde mich gleich um sie kümmern. Er verschränkt seine Arme und steht plötzlich neben dir. Und der beeindruckend. Sehr gut. In der Bibliothek steht noch ein Tee. Der wurde von Alara an Selindian gegeben. Vielleicht. Alara. Ja. Ich weiß, früher war sie mal nett, jetzt ist sie doch. Naja, wir wissen alle, wie sie jetzt ist. Dann können wir das ja euch überlassen, Störrebrand. Ich würde Jarlans Taschenmesser wieder rausziehen. Hier, könnt ihr wieder... Ich wieder dahin, wo es hingekommen ist. Ja, dann, nachdem er euch allen die Hand gegeben hat und euch freudig zugelächelt hat, wie es eben nur ein Melvin Störrebrand kann, würde er im Zedernholzkabinett verschwinden und ja, sich dort mit Rohaya unterhalten. Wären alle Leute so besonnen wie Melvin, wäre die Welt vielleicht ein besserer Ort. Also die Sicherheit hier ist ja mehr als unzufrieden. Nun, historischerweise ging man nicht davon aus, dass man die kaiserliche Familie vor sich selbst beschützen muss. Und was ist mit uns? Die sind große und vertrauenswürdige Helden, Rafim. Solchen Gedanken möchte ich nicht mal in den Mund nehmen. Kommt jetzt! Also manche sind größer als andere. Wenn wir das Frau Prutz erzählen, die packt dich an den Ohrläppchen und zieht dran. Ich sage nur, dass Magie Leute zu Dingen führen kann, die sie gar nicht tun wollen. Und ihr wisst das besser als ich. Und wir kommen aus Feindesland. Und stehen alleine neben Zweien.
aus der Kaiserfamilie. Hör endlich auf mit solchen... Fairerweise muss man sagen, dass sie es ihren Beschützern auch nicht eben leicht machen, oder? Es soll nicht die Aufgabe sein, es leicht zu haben. Hört einfach alle miteinander auf, den Namen los, an die Wand zu malen, ja? In einem Anfall würde man jemanden, der so auf jemanden aufpasst, hinrichten. Die sind aber nicht in Alanfa. Hier, ja, ist man für gewöhnlich nicht den gesamten Tag darauf versessen, seine Vorgesetzten abzustechen. Ach. Nun, wir wissen aber, dass der schwarze Drache nach Kaiserblut strebt. Richtig. Aber jetzt lasst uns gehen, ich versaue euch nur die Stimmung. Ja, irgendwie war das doch ein rundumgesehenes Gespräch, nicht wahr? Komm jetzt! Weiß nicht, welches Gespräch ihr geführt habt, Boltax, aber nicht bei dem, was ich gehört habe. Also ich habe jetzt drinnen nicht so genau zugehört, aber danach hat Lilian doch gesagt, er hilft uns. Ich finde das sehr gelogen. Da habt ihr recht. Man muss immer das Positive sehen. Sulamin rafft ihren Rosenstrauß zusammen, den sie von Trantwick bekommen hat, und geht in Richtung Ausgang. So könnt ihr die alte Residenz wieder verlassen. Noch einmal sich von Trondvik Bregelsaum verabschieden. Weitere Panthergesisten, die euch misstrauisch begutachten. Rohai ist wohl nur mit einem kleinen Tross unterwegs gewesen. Könnt die Pferde noch hier sehen, wie sie angebunden sind am Garten. Und dann euch in eure kleine Villa Bardosru wieder zurückziehen. Dort in euren eigenen vier Räumen, wieder eben so in der kleinen Bibliothek stehen. Mit einem Keks von Witwe Putz in der Hand. Die Besprechung fortsetzen. Nun, die Herrschaften, wie holen wir diesen verfluchten Botschafter aus dem Gefängnis? So wie ich es bereits vorgeschlagen habe. Ich gehe rein und wieder raus. Mit ihm zusammen. Das funktioniert relativ einfach. Hat jemand bessere Pläne? Aber jetzt wissen Sie, dass wir ihn wollen. Das heißt, es ist klar, dass wir ihn haben und wir müssen danach die Stadt verlassen. Wenn er verschwindet, wird Rohaya uns dies auf jeden Fall anlasten. Nun, was das angeht, schließt doch einmal bitte die Vorhänge und schaut nach, dass draußen keiner ist. Ich schaue hier vor der Tür nach. Dieser Run wirkt irgendwie paranoid, misstrauisch. Darun, ist alles in Ordnung? Ja. Sollen wir eine Alraune anzünden? Ja. Mira, such. Ich würde mal versuchen, mit Mira zu suchen, ob hier irgendwelche Leute sind. Weil die riecht ja besser als ich. Ich mach die Tür in die Vorhänge zu. Ja, ihr könnt euch noch einmal in eurer Villa umsehen, eine Alraune anzünden und euer Kunhuta etwas weiter in die Laube schicken, sodass sie dann auch nicht in den Fenstern stehen kann. Witwe Putz kocht irgendwas Lautes in der Küche, sodass auch sie nicht selbst hören kann. Und ihr seid allein. Nun, raus mit der Sprache. Nun, ich bin ja noch ein wenig länger geblieben mit der Kaiserin. Ja, und habt euch weiter anschreien lassen, oder... Diese Türen sind sehr schalldicht. Oh, ich wäre auch gerne noch in diesem Raum geblieben. Die Sache ist die. Und das muss natürlich jetzt ganz unter uns bleiben. Die Kaiserin hat uns durch die Blume zu verstehen gegeben, dass wir den Gefangenen wegschaffen können. Allerdings muss dies auf jeden Fall inoffiziell geschehen. Niemand, wirklich niemand, darf auch nur den Hauch eines Etwas davon mitbekommen. Ah. Es ist Rondrigans Einfluss auf sie, ich sage es euch. Von alleine wäre sie auf so eine Idee nicht gekommen. Ja, gut, dass wir Rondrigan aus Korvinstein geholt haben. Nun? Seht ihr, es ist immer sinnvoll, auf lange Sicht zu denken. War das nicht genau eure Argumentation vor einigen Wochen noch? Ihr meintet, wir befreien ihn ja nur, um Rohaya zu befreien, dass sie sich nicht die Blöße geben muss, ihre Entscheidung rückgängig zu machen. Ja. Anscheinend ist hier der gleiche Gedanke gekommen. Nun, das ist hinterlistig, aber wir haben wohl keine Wahl. Ich bin mir nicht sicher, ob es so einfach ist, in den Kerker magisch einzudringen. Warum magisch eindringen? Wir gehen hin, wir befehlen den Wachen, ihn freizulassen, und dann lassen sie ihn frei. Nein. Genau das machen wir eben nicht. Es muss unauffällig und unoffiziell passieren. Also, Boltax, du gehst durch den Boden, tauchst in seiner Zelle auf, packst den Mann an, nimmst ihn mit. Warum reden wir nicht mit den Wachen erst einmal? Vielleicht ist ein wenig... Weil die Kaiserin mir einen direkten Befehl gegeben hat und ich gedenke, diesen zu befolgen.
Und ihr als reichstreuer Bürger werdet dies wohl ebenso sehen. Ihr habt gerade gesagt, es darf niemand erfahren, dass sie ihn rausgelassen hat. Mhm. Und bestecht die Wache und fertig sind wir. Dann gibt es aber immer noch Zeugen. Das heißt, wenn jetzt diese bestochene Wache doch noch auspackt und euch bezichtigt, müsste die Kaiserin euch anklagen. Jalan, schlagt ihr etwa vor, eine Wache umzubringen? Also bitte. Bin schockiert. Nun, wie stellt sie sich das vor? Also es darf nicht klar sein, dass wir es waren. Wir haben mit ihr gesprochen, wir haben mit Selinjan gesprochen. Selinjan weiß, dass wir diesen Gefangenen wollen und könnte uns in den Rücken fallen. Nun, wenn er es nicht beweisen kann und wenn niemand sonst das sieht. Oder es wird gar nicht erst publik, dass der Gefangene überhaupt weg ist. Nun, die ihn auf ihn aufpassen oder die ihm sein Essen bringen, werden wohl sicherlich merken, dass er fort ist. Denkt ihr nicht? Vielleicht werden diese Leute einfach umpositioniert und auf einmal bewacht niemand mehr diese Zelle. Ihr versteht. Vielleicht darf er weg sein. Es darf nur nicht bekannt werden, dass sie ihn weg hat kommen lassen. Und dann reicht es ja, wenn bekannt wird, dass wir ihn mitgenommen haben. Dann wird man wohl eher weniger Fragen noch stellen wollen, weil sie uns gerade sehr hochkant aus ihrer Residenz geworfen hat. Also, ich schlage vor, weniger Fragen, mehr Zaubern. Ich bin mir nicht sicher, ob man so einfach hineingelangen kann auf magischem Weg. Es werden wichtige Gefangene bewacht, die werden nicht so einfach in einer hundsgemeinen Zelle für den Eierdieb von nebenan eingelagert. Ja, man muss tatsächlich zuerst einmal in Erfahrung bringen, ob es sich dabei um eine mit Koschbasalt ausgekleidete Zelle handelt. Selbst dann, Koschbasalt ist was? Ach, Erz, interessant. Ja. Und ihr meint, der Koschbasalt würde euch bei eurer Zauberei nicht behindern? Nein. Das ist der Vorteil, wenn man Elementarzauberer ist, nicht wahr? Deshalb will dieser Hund das auch unbedingt lernen. Das verstehe ich vollkommen. Ja. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie Boltaks Art von Zauberei nicht bedacht haben könnten bei ihren magischen Sicherungen. Aber ihr habt natürlich recht, wir sollten uns darauf nicht verlassen. Was die Sache angeht, vielleicht merken sie ja nicht, dass er fehlt. Gibt er einen Zauber, aber ich bin nicht sicher, ob ihr ihn beherrscht. Er bewirkt, dass Menschen einen Raum nicht mehr beachten, ihn nicht mehr wahrnehmen. Beherrscht ihr so etwas dann, Ashtew? Widerwille, Ungemach, nicht wahr? Ja, er wird an der Alachami gelehrt. Er ist faszinierend. Er ist keine Illusion. Er setzt im Geiste an. Nun, mir ist dieser Zauber nur theoretisch bekannt. Wie steht es mit euch, Abelmir? Nun, mir ist dieser Zauber auch bekannt. Soweit ich weiß, wirkt er aber nur bei, geistig schwachen Menschen. Ihr meint so wie der durchschnittliche unterbezahlte Gefängniswärter? Nun, ich vermute, es ist nicht nur einfache Gefängniswärter dort bei hochrangigen Gefangenen. Nun, ich bin sicher, es kommt auf das Talent und die Übung des Magiers an. Aber wenn ihr euch bisher nicht mit diesem Zauber befasst habt, dann ist es, denke ich, jetzt auch zu spät, damit anzufangen. Und wir müssen einen anderen Weg finden. Es wird doch wohl eine Möglichkeit geben, die ganze Sache ohne Hexerei über die Bühne zu bringen. Nun, dann bin ich gespannt. Was ist denn euer Vorschlag? Boltaks. Ja. Gräbt sich da rein oder wie auch immer das heißt, Boltaks, ich weiß nicht, wie das heißt. Nimmt den Typen wieder mit da raus, wir reiten hier weg. Hoaya behauptet, irgendwer hat ihn geklaut. Wir sagen nicht, dass wir es waren. Hoaya gibt uns nie die Schuld dafür. Fertig. Was wäre ist, wenn dieser Gefangene nun ja physisch noch da wäre? Es muss nicht immer der gleiche Gefangene sein. Ah, ich verstehe, was ihr meint. Ihr wollt jemanden mit Zauberei verändern, sodass er aussieht wie der Gefangene. Das ist sehr clever, aber mir. In der Tat. So wird er nicht vermisst und so kann er nun frei und scheiwald frei davonreiten. Aber wo sollen wir irgendjemanden hernehmen, der ins Gefängnis geht? Nun, ich sagte nicht, dass er das freiwillig tut. Ah, das halte ich für eine schlechte Idee. Hätten wir doch bloß eine Hexe, die wir erst noch verknacken könnten. Ich glaube kaum, dass sie in dieser Sache kooperativ wäre. Ich habe noch eine. Eine Hexe als Edelmann zu verkleiden, eine hervorragende Idee. Das wäre nicht das Seltsamste, das ihr Magier jemals versucht hättet. Wir können uns auch profan in den Palast hineinschleichen. Das ist eine schreckliche Idee.
Ich wollte es nur auf den Tisch bringen, dass wir Jalan davon überzeugen können, dass wir auf jeden Fall zaubern müssen. Wir sollten die Risiken abwägen. Was kann schlimmstenfalls passieren, wenn der Kerker gesichert ist und Boltax versucht, durch die Erde hineinzugelangen? Ich komme in der Wand rein und werde zurückgeworfen. Und der löst eventuell Alarmost? Ja, aber... Wir alle geben doch hier zu, dass niemand von uns so geschickt ist, sich in den kaiserlichen Kerker zu schleichen, oder? Nun, ich meine, wenn ihr eine Ablenkung organisieren könntet. Es gibt schon gewisse Möglichkeiten, sich an Wachen vorbeizumogeln. Hier können wir mal eine Gassenwissenprobe geben. Stadtkenntnis Gareth würde zählen und tatsächlich dieses Mal auch Verbindung, weil ihr in Gareth tatsächlich auch sowas wie Verbindung hättet. Gassenwissen sagt, yo, 0 gleich 1. Ihr geht davon aus, dass die Gefangenen nicht selber in der alten Residenz aufbewahrt werden, das macht da keinen Sinn, sondern höchstwahrscheinlich im Nordosten, wahrscheinlich bei der Waffen- und Lebensschule zum Goldenen Schwert. Das ist also so eine kaiserliche Schule für Soldaten, die wohl mittlerweile nicht mehr so sehr voll ist, aber da werden Soldaten ausgebildet, wenn alles gut läuft. Nur zu bedenken geben, es wäre vielleicht sinnvoll, wenn wir den Kerker einmal sehen könnten. Ja, ihr versteht. Dann kann ich auch eine genauere Einschätzung geben, ob ich mich da reinzaubern kann oder nicht. Nun, wir werden uns wohl kaum eine Führung gewähren. Was? Wieso denn das nicht? Ich weiß nicht, wie viele Leute denkt ihr, kommen an den Kerker und wollen herumgeführt werden? Die gesamte Schule, denke ich. Ja, ich sag, ihr könnt mich doch sicherlich als Teil des Lichts mitnehmen. Das weiß ich nicht. Ich könnte natürlich hingehen und sagen, hier, wir müssen einmal untersuchen, ob hier magisch auch alles in Ordnung ist. Und der Herr Bandstrahler begleitet uns und der Herr Chorgeweihte schaut mal, wie gut ihr kämpfen könnt. Und das könnte funktionieren. Wir sollten uns nicht alle dort zeugen. Der Rest sollte schon mal unsere Abreise vorbereiten. Ich denke, wenn Iserun und ich zum Zwecke der magischen Sicherung dann auflaufen, würde ich sonst glaubwürdig so sein. Ja, aber ich sollte auch dabei sein. Aus natürlich. Gründen. Ja, richtig, nimm Boltax mit. Ich und Abel, mir und Sulamin. Sulamin kümmert sich um Pferde. Ja, oder um unsere Pferde. Ja, ich kann sie sicherlich bereit machen, denn ich sehe nicht, was für einen guten Grund ich hätte, in einem Kerker herumzulaufen. Aber mir könnt ihr uns noch irgendwelche Alchemiker besorgen. Heiltränke. Nun, ich denke, Heiltränke wird etwas schwierig werden. Deswegen frage ich euch. Ich kann fragen, aber macht euch nicht allzu viel Hoffnung. Was braucht ihr sonst noch? Erschöpfungspastillen auf jeden Fall. Wenn es in die Schlacht geht, werden wir die brauchen. Oh, irgendetwas, was gegen Feuer hilft. Conchinis? Ja, zum Beispiel. Ich denke, ich habe noch ein oder zwei Portionen, glaube ich. Vielleicht eher so 7 bis 10. Ich werde sehen, was ich tun kann. Was auch immer ihr mir gegeben habt, da in dem Dorf, das war gut. Ihr meint den schwarzen Mond? Ja, das. Braucht ihr sonst noch jemand irgendwas? Ja, also... Nun ja... Es könnte vielleicht nicht schaden, wenn wir an eine Karte der Kanalisation rund um diese Akademie herankommen. Es gibt doch hier ein Amt, das sich mit den Wasserstraßen und der Wasserversorgung beschäftigt. Wenn wir doch sowieso schon zwecks einer Führung dort drin sind, können wir da nicht eine Ablenkung organisieren und die dann direkt rausboxen? Auffällig, aber Jalan, dann, auffällig. Was macht die von euch, die euch irgendwelche Kinder und Soldaten in den Weg stellen? 13 gerade das erste Schwert in der Hand. Wollt ihr die da niedermähen? Wir werden keine Soldaten niedermähen. Sie werden wohl kaum, sie werden sich mit hinreichend... Wir werden die schon los. Jalan, gebt es einfach zu, der magische Weg ist der beste. Nur weil es der einfachste Weg ist, macht es ihn nicht zum Besten. Die Kanalisation, das ist der Weg ohne Opfer. Richtig. Die Kanalisation ist ein guter Rat. Wir kennen auch diesen Effortgeweihten, den wir damals in Gar trafen, der die Kanalisation inspizierte, überwachte und reparierte.
Oh, ihr seid bekannt mit ihm. Ich wusste, dass die Effertkirche hier in Gardet in erster Linie, nun ja, für sauberes Wasser zuständig ist. Aber wenn ihr mit ihm bekannt seid, vielleicht habt ihr dann gute Chancen. Geht Abel ja jetzt zum Kloakentempel? Ich bitte doch darum. Das ist doch ein wirklich herabwürdigender Name. Ah, das war doch nur ein Scherz. Aber denk daran, umso mehr Aufmerksamkeit wir erregen, umso eher es ist für die Kaiserin schwierig abzustreiten, dass wir es waren. Nun, die Kanalisation hat zunächst nichts mit dem Kerker oder Gefangenen zu tun. Ihr müsstet natürlich nach einem größeren Gebiet fragen. Heldenberg. Was wir hier doch am Ende alle erreichen wollen, ist, dass die Kaiserin glaubhaft abstreiten kann, dass wir es waren. Also sollten wir nichts riskieren, was ihr das erschwert. Warum kann sie nicht einfach zugeben, ein diplomatisches Fettnäpfchen betreten zu haben und den Mann freilassen? Moment, wartet. Mir kommt gerade noch eine Idee. Isarun sollte vielleicht nicht gehen, wenn wir diese Besichtigung machen. Aus einem ganz einfachen Grund. Ja? Die Vorgeschichte. Ich wollte es nicht aussprechen. Oh, ja. Und das wird wohl kaum darauf hinweisen, dass sie ihn rausboxen will, sondern eher, dass sie ihn drin halten will, oder? Nein, aber es weist auf exakt diesen Gefangenen hin. Ja, ist richtig. Er wird auf sie reagieren oder sie wird auf ihn reagieren. So oder so. Ich denke, Boltax hat recht. Dann sieht das aus wie, keine Ahnung, eine tragische Liebe. Sie hat es sich anders überlegt und holt ihn aus dem Kerker. Oder sie will Rache, holt ihn aus dem Kerker und wirft ihn hier irgendwo in den Kanal. Doch möglich. Also, Isarun, besser nicht. Und dann hängt es wohl wieder an Boltax und mir. Also an Boltax. Ja. Rafim, bitte. Also was Magie angeht, werdet ihr nicht helfen können, das könnt ihr ja wohl zugeben. Vielleicht finden wir auf dem Weg ja noch einen nicht-magischen Weg. Einen schlechteren Weg, meint er damit. Ich meine, ja, Lan, jetzt macht endlich mal Gebrauch von den Gaben der Herrin Hesinde. Also, da wir das jetzt geklärt haben, was machen wir danach? Wo reiten wir hin? Das müssen wir jetzt entscheiden. Ja, wir reiten nach Romelis. Ich würde sagen, ich transportiere ihn und mich irgendwo außerhalb der Stadt hin. Chor-Tempel. Ich weiß mit dieser... Ja, warum nicht? Das kann ich machen. Die schweigen, wenn ich das frage. Gut. Und von dort aus reiten wir dann direkt weiter. Nur... Ja. Von dort aus reiten wir direkt weiter nach Romulus. Von dort aus können wir Kontakt zu Hans von Rabenmund aufnehmen und auch von Irmegunde die uns versprochene Unterstützung einfordern. Es wäre vielleicht außerdem ganz sinnvoll, ich weiß nicht, vielleicht kann sich einer von euch darum kümmern, dass für den, wie hieß der noch, unter Alatissen... zumindest ein ordentlicher Satz Kleidung, eine Rüstung vielleicht und ein Schwert bereitsteht. Eine andere Idee. Aber mir kannst du genug Schlafmittel besorgen, dass ich den Unterallertissen für die Woche, die wir den bei uns haben, nicht ertragen muss. Ich denke, es gibt kein sehr gutes Abbild, wenn wir ihn unter Schlafmittel von Rabenmund abliefern. Nee, aber die ersten 3-4 Tage und dann bleiben wir... Gut, dann eben ein Knebel. Der Mann. Habt ihr alle den Verstand verloren? Der Mann kann hier überall erkannt werden. Wir müssen tatsächlich eine Leiche. Wenn ich Leiche hinten auf mein Pferd lege als Chorgeweihter, stellt keiner Fragen. Oder wir ziehen ihm einen Sack über den Kopf. Zieht ihm doch einfach eine Kutte an. Richtig, eine Kutte. Mit weiten Ärmeln, sodass man auch seine Fesseln nicht sieht. Das ist gut. Meinetwegen. Das können wir auch machen. Ihr wolltet, dass ich die Pferde bereit mache. Welche nehmen wir denn? Eure Schimmel? Wollt ihr die Quadriga mitnehmen? Oder nehmen wir die Pferde, die wir in der Partien hatten? Und ich werde selbstverständlich Vitos reiten. Meine Lanze muss ich auch mitnehmen. Nehmt alles mit, was ihr für die Schlacht brauchen werdet. Ich glaube nicht, dass wir nochmal hier hinkommen. Braucht ihr eure Quadriga? Ich sagte gerade nein. Ich bin mir sicher, dass Ochsenwasser gibt ein gutes Feld dafür ab, aber ich war nie ein großer Verfechter der Streitwagenkunst. Und er muss die Lanze führen, also braucht er seinen Streit raus.
Dann haben wir die Kugel und die Axt noch. Oder hat die... Nun, wir können ja sicherlich Abelmirs Wagen mit uns führen. Ich glaube, er ist noch bei der Zwergin. Richtig. Dann wirft eben draußen den Meilersgrund einen Leiterwagen. Noch eine wichtige Sache. Wir sollten auch vielleicht noch etwas von, unseren Pflanzen aus dem Garten mitnehmen. Was? Ja. Wozu? Ich weiß, was ihr meint, Boltax. Nehmt's einfach mit und überrascht die anderen damit. Ja. Ich habe noch eine Idee, wenn wir jeden Leiterwagen mitnehmen. Wir können beim Chor-Tempel diese Idioten da anheuern, die so tun, als wären sie Soldaten. Dann setzen wir den Unteralatisten einfach mit denen auf den Wagen, ist nicht so auffällig. Seht ihr, was ich meine? Frage ist, müssen wir schnell sein? Ein Leiterwagen würde uns sehr langsam machen. Natürlich wollen wir nicht in heller Flucht Gardert verlassen, denn wir wollen ja unauffällig sein. Trotzdem. Nun, ihr wisst doch, wie die Straßen sind. In ein oder zwei Tagesreisen kommen wir sowieso nicht mehr schneller voran. Ja, mir ist das egal. Ich würde auch so einen Leiterwagen bevorzugen, dann müsste ich nicht selbst reiten. Ihr seid tatsächlich kein guter Reiter, Boltax. Ja, ich weiß. Dann lernt ihr besser reiten, bevor wir den Drachen konfrontieren. Warum? Weil ihr zu Fuß ein netter kleiner Nachmittagshappen seid. Ich habe gehört, die Brillantzwerge züchten ganz entzückende Ponys. Leider haben sie viele verloren bei ihrem Umzug. Ja, aber wir konnten auch viele retten. Also, da waren Xenos und ich schon sehr dabei, dass wir... ist ja auch egal. Wir reiten in Richtung Rommelis. Dann bereiten wir die anderen das jetzt vor. Du und Boltax, ihr schaut euch die Kaserne an und schaut, ob du den da rauskriegst, Boltax, oder? Mhm. Dieser Hund, könnt ihr uns noch irgendwas besorgen von der Weißen Gilde? Wo ihr wisst, das könnte helfen, wenn es jetzt wirklich gegen den Drachen geht. Also etwas Konkretes vermutlich nicht. Weil ich hatte ja beim letzten Mal schon nach Artefakten gefragt und wir nahmen mit, was wir bekommen konnten. Könnt ihr fragen, ob ihr diese Magiertränke bekommt, womit ihr mehr zaubern könnt? Danach könnte ich fragen, ja, Alchemiker vielleicht oder allgemein Heilmittel. Weil wenn ihr bei der Weißen Gilde fragt und Abel mir bei der Schwarzen, dann kriegen wir so viele, wie wir kriegen können. Und ich muss Folgendes sagen. Auch wenn ich meine Vorbehalte gegen Saldor habe, aber er hasst Drachen mindestens genauso sehr wie ich. Immerhin ist sein Zwillingsbruder einem zum Opfer gefallen. Er wird uns unterstützen mit allem, was er hat. Also, müssen wir sonst noch irgendwas besprechen? Soll ich nun bei dem Effa-Tempel nach der Kandidation fragen oder nicht? Schaden kann es ja nicht, während wir in der Akademie sind. Ja. Wann wollen wir den Mann denn da endgültig rausholen? Morgen? Ja, morgen. Ja, das ist eine gute Idee. Achso, Isarun, und wenn du zu Saldor gehst, ich schreibe ihm noch einen Brief. Wird ihn sicherlich freuen. Ja, gewiss. Den kannst du dann gleich mitnehmen und ihm überbringen. Keine Sorge, es ist, dreh ihm keine lange Nase oder so. Boltax, das hoffe ich auch. Musst du schon mal im Chortempel gewesen sein, wenn du da rauskommen willst? Ja, aber ich war doch mit dir schon im Chortempel. Ah, richtig. Gut. Dann komm im hinteren Raum raus. Ich sorg dafür, dass der leer ist. Das war der hinter dem Ring, oder? Ja. Gut. Hinter dem Blutaltar. Da habe ich nicht so drauf geachtet. Och, ist ein sehr schöner Blutaltar. Das kann ich jetzt weder bestätigen noch verneinen. Aber ihr werdet ihn ja noch mal sehen. Ja, das ist richtig.